Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht's hier gleich los mit Bielefeld gegen Paderborn. Der letzte und vorletzte Spieltag in beiden Ligen wird vermutlich dann in der kommenden Woche als Konferenz zu sehen sein. Ja, ansonsten bleibt sportlich fair und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Arminia Bielefeld holte sich zumindest in Unterzahl noch ein 2:2 am Montagabend gegen den MSV Duisburg. Damit war man dann durchaus zufrieden, auch wenn man in der ersten Halbzeit die Möglichkeiten zur frühzeitigen Entscheidung mehrmals verpasste. Gegen Paderborn starteten die Bielefelder richtig gut rein und hatten hier durch Jonathan Klaus in der 11. Spielminute bereits die erste richtig dicke Chance. Aber der Rechtsaußen konnte den Ball nicht an Zingerle vorbeibringen. Nun der Sportclub aus Paderborn, der sich den zweiten Tabellenplatz geholt hatte durch den Sieg über Heidenheim. Hier mit der ersten Angriffsaktion und Antwi Ajay, der den Doppelpack schnürte zum 1:0 und 2:0 eben gegen die Heidenheimer, setzt hier den Kopfball aus Spitzenwinkel etwas zu hoch an. War eine richtig gute und unterhaltsame Partie hier im Ost-Westfalen-Duell. Eckball von Lukoki und der Kopfball von Fabian Klos, aber zu hoch anvisiert, ebenso wie der Kopfball eben auf der Gegenseite. Kurz vor der Pause dann nochmal der SC Paderborn. Ein Sieg muss her, um sicher den zweiten Platz zu verteidigen. Philipp Clement, super Schusstechnik und dann fehlen nur ein paar Zentimeter. 42. Spielminute, die beste Chance der Gäste im ersten Abschnitt. Nun Bielefeld aber wieder mit etwas mehr Selbstverständnis nach vorne. Fabian Klos zu Manuel Prietl und 1:0 für den Deutschen Sportclub. Super Schuss vom Österreicher. Sein erstes Saisontor und da fragt man sich eigentlich, wieso, wenn er den Ball so auf den Kasten wuchtet. Doch die Elf von Steffen Baumgart ist nicht dafür bekannt, den Kopf in den Sand zu stecken. Lukoki mit dem Fehler und dann Benzulinski lässt sich nicht zweimal bitten. Und der Ausgleich war schon mal wiederhergestellt. 61. Minute, wuchtiger Schuss. Und da ist dann nicht mehr viel zu halten. Sie wollten gleich nachlegen. Zulinski, genialer Ball zu Sven Michel durchgesteckt. Aber der scheitert in der 65. Minute noch am Bielefelder Schlussmann, der sich am Montagabend etwas an der Hüfte verletzte, aber wieder vollkommen regeneriert war. 5 Minuten vor dem Ende. Michel mit der Flanke. Die wird länger und länger und findet Ben Zulinski. 86. Minute. Doppelpack von Zulinski, der heute für Gay in der Startaufstellung stand. Setzt sich da gegen Lukoki durch, der bei beiden Gegentreffern damit etwas unglücklich aussah. Doch Bielefeld wollte den Paderbornern in die Aufstiegssuppe spucken. Collins klärt den Ball raus. Wir sind in der Nachspielzeit. Tepetai kriegt's nicht geklärt. Weihrauch. Dann weiter Ball von Prietl. Fabian Klos mit dem Ausgleich. Aber Sie sehen's vielleicht. Die Fahne oben des Assistenten ist in der Luft. Und wir können's aufklären. Beim Moment der Ballabgabe steht Klos einen entscheidenden Schritt im Abseits. Das wäre es gewesen, das 2:2 in der letzten Minute. So ist er der Matchwinner hier. Ben Zulinski, sein Doppelpack nach dem Rückstand, bringt dem SC Paderborn den sicheren zweiten Tabellenplatz, unabhängig davon, wie sich der HSV und der 1. FC Union Berlin im Anschluss noch schlagen werden. Dynamo Dresden muss immer noch mit einem Auge auf den 16. Tabellenplatz schauen, ganz theoretisch sogar auf Platz 17. Aber heute soll ein Sieg alle Zweifel am Klassenerhalt erstmal verscheuchen. Die erste Möglichkeit gehörte dann auch den Dynamos. 13. Spielminute, Florian Ballas nach einem Eckstoß eben vorne mit dabei, setzt den Ball dann aber nur an den Außenpfosten. Nun der FC St. Pauli in einer spektakulären Partie 4:3 gegen Regensburg gewonnen. Ebenfalls Torschütze Dimitrios Diamantakos. Auch mit seinem linken Fuß, hier wuchtet er ins linke Eck. Keine Chance für Schubert, klasse Tor und das 0:1 wie aus dem Nichts. Christopher Buchtmann zu Diamantakos, Flum durchgesteckt zu Buchtmann und 0:2. Jetzt waren die braun-weißen Gäste aber auch eiskalt.
Dynamo Dresden war nicht die schlechtere Mannschaft, konnte die Möglichkeiten selbst nicht nutzen und kassierte hinten die Dinger. Und im zweiten Durchgang war der FC St. Pauli dann etwas auch besser in der Defensiv-Offensiv-Variation. Johannes Flum hat sein erstes Saisontor gegen Regensburg erzielen können, trifft hier nur das Außennetz. Doch es war eine Ansage, Pauli wollte sich nicht nur hinten verschanzen. Buchtmann, super Ball in die Spitze zu Dimitrios Diamantakos und der macht es einfach. Nochmal, sein linker Fuß aktuell scheinbar richtig gut feinjustiert. Hämmert den Ball rein und so gab's kurz vor dem Ende noch die Möglichkeit zum 0:4. Mats Möller, Deli bringt den rein. Der Kopfball von Diamantakos. Na klar, der Mann des Spiels. Der Dreierpack war ihm hier aber nicht vergönnt. Am Ende ist es ein verdientes Resultat, das aus Dresdner Sicht noch richtig bitter werden könnte. Aber sie haben ihre erste gute Halbzeit eben nicht bestätigen können und verlieren hier eben dann klar und deutlich. Was ist bloß beim Hamburger Sportverein los? Jetzt stehen sie plötzlich nur noch auf Rang 4. Gegen Paderborn spielen sie aber noch in der nächsten Woche. Trotzdem muss man hier erstmal gegen Ingolstadt bestehen. Alle Augen auf diese Partie. Janicic mit der Übersicht und Khaled Naray mit dem frühen 1:0. Genau das, was es gebraucht hat, um die Fans wieder auf die eigene Seite zu bringen. Klar, die sind immer dabei. Aber das gegen Union war im zweiten Durchgang doch wirklich schon ziemlich erschreckend. Jetzt wollten sie schnell einen drauflegen, immer noch in der Anfangsphase. Douglas Santos mit der Übersicht, Khaled Naray und dann Paulsen mit dem Fehler. Özkan trifft aber nur das Aluminium. Das hätte der 2:0-Führungstreffer sein müssen. Ärgerlich für die Rautenelf, denn gegen Aue hatte sich hier zu Hause zuletzt auch die schlechte Chancenverwertung bestraft. He Wang Chan, was für ein Schuss. Schöner Fallrückzieher, Seitfallzieher. Philipp Schauner passt aber auf und wischt den drüber. Von den Schanzern noch gar nichts zu sehen. Die sind aber in den letzten Wochen unter Thomas Oral wieder richtig aufgeblüht. Almor Cohen, Gauss und dann zu Dario Lescano durchgesteckt. Und das 1:1. Der FC Ingolstadt eiskalt. Die erste wirklich nennenswerte offensive Szene der Gäste führt zum Treffer. Aber davon wollten sich die Hamburger nicht beeinflussen lassen und spielten weiterhin zielstrebig nach vorne. Douglas Santos mit der Flanke und Jung genau in die Arme von Philipp Schauner. Jung, der einen katastrophalen Fehler vor dem 1:0 gegen Union seiner Schuld hinnehmen musste. Bakary Yatta über die linke Seite. Wir sind schon in der Schlussphase. Ingolstadt verteidigte das jetzt mit Mann und Maus. Janicic, dann ist Mavrei dazwischen. Der Kopfball geschah dann von Özkan aus Abseitsposition. Schauner kratzt den raus. Hat er auch wiederum gut gemacht. Wir sehen es aber, war eine recht deutliche Abseitssituation. Und das war es dann tatsächlich. Der HSV kommt nicht gegen den Ingolstädter FC über ein 1:1 hinaus und muss sich damit dann irgendwie begnügen. Der VfL Bochum erzielte das Tor des Tages relativ spät. Thomas Eisfeld in der 77. Minute, heute auch in der Startaufstellung dabei, macht hier Magdeburg erstmal einen Strich durch die Rechnung und muss dann eben auf die Konkurrenz im Abstiegskampf gucken. Das könnte noch bitter werden. Sandhausen schaute natürlich auf das, was Magdeburg machte, musste die Hausaufgaben selber erledigen. Andrew Wooten erzielte dann auch das 1:0 für die Gäste. Kevin Müller kommt zwar raus, ist dann aber gegen Wooten doch geschlagen. Dennis Tomala glich aus in der 61. Spielminute, macht da schön und überlegt oben rechts ins Eck hinein und alles lief dann erstmal auf ein Remis hinaus, womit beide eigentlich nicht so richtig gut leben konnten. Dann gab es aber eine Strafstoßsituation. Von hinten reingerobt, relativ blind und somit Strafstoß für Heidenheim. Robert Glatzel nahm sich der Sache an, 85. Minute, das entscheidende 2:1 für die Elf von Frank Schmidt und somit leben die Hoffnungen auf den Aufstieg weiter. Sandhausen muss indes weiter nach unten auf Magdeburg und Ingolstadt schauen. Holstein Kiel hat nur noch die theoretische Möglichkeit auf den Aufstieg. Die
Spieler waren trotzdem motiviert. So konnte Yannick Dehm das 1:0 erzielen gegen den MSV Duisburg, der sich durch das 2:2 schon fast in die dritte Liga katapultiert hatte. Nach großem Kampf kamen sie dann nicht über dieses Remis hinaus. Hier war es Savard Nielsen, der dennoch in der 45. das 1:1 erzielen konnte. Wiederum schlugen dann die Kieler Störche zurück. In der 52. Jason Lee mit dem Abschluss macht er auch stark, bleibt vor Felix Wiedwald eiskalt. Dennoch gab sich die Elf von Thorsten Lieberknecht nicht geschlagen. Boris Taschi mit dem Ausgleich in der 70. Das war dann auch das Endresultat. Trotzdem könnte das jetzt schon der rechnerische Abstieg sein. Und bitter für Lieberknecht. In der letzten Saison stieg er am letzten Spieltag mit Braunschweig genau hier in Kiel ab. Und das könnte sich jetzt eventuell wiederholen. Regensburg gegen Aue. Da machte Jan George in der 9. Spielminute das 1:0 für den SSV Jahn, der sich zuletzt 3:4 am Millerntor geschlagen geben musste. Aue hat ja immer noch ein Auge nach unten, auch wenn es sehr unglücklich laufen müsste mit dem Abstieg. Haben sie dann nichts mehr zu tun, wenn sie hier gewinnen sollten. So machte Emanuel Joa dann auch den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. Gefiel Daniel Meyer natürlich richtig gut, aber Regensburg war im Verlauf der folgenden 45 Minuten besser. 2:1, Jan George, der am zweiten Pfosten einfach lauert, völlig frei steht, den Ball nur noch über die leere Linie drücken muss. Die Entscheidung dann in der 65. Minute, Hamadi Al-Ghadioui mit dem 3:1 in der 65. Spielminute. Regensburg schlägt Aue und auch die müssen dann für die letzten beiden Spieltage nochmal nach unten schauen, aber rein praktisch gesehen dürfte da auch nichts mehr anbrennen. Natürlich war der Sieg von Union Berlin gegen den HSV ein Spiel um 6 Punkte und diese haben sie dann eingefahren. Tabellenplatz 3, aber die Relegation gegen Stuttgart vermutlich am Ende soll es nicht unbedingt sein. Dafür sollte man hier tunlichst aber die Niederlage vermeiden und vor allem sollte man am besten auch gewinnen. Gikiewicz sorgte erstmal dafür, dass Union nicht früh in Rückstand gerät. Dann der Ball. Eroberungskampf von Abdullahi, Prömel, Groß und dann ging es schnell. Robert Juhl mit dem super Abschluss. Heuer Fernandes passt aber auf und kann den klasse parieren. 32. Spielminute, das gefährlichste der Eisernen bis dato. So viel Offensivszenen war gar nicht zu sehen. Union ja auch in der Defensive extrem dominant und clever agierend. Zweiter Durchgang, Friedrich zu Andersson, der legt den Ball einmal raus zu Trimmel, gut mitgekommen, Suleiman Abdullahi und da ist Andersson, Heuer Fernandes mit der Parade. Union agierte nun noch offensiver, wollte unbedingt den Dreier aus dem Merckstadion am Böllenfalltor mitnehmen. Andersson mit der Flanke, Abdullahi setzt sich im Kopfballduell durch und macht den Führungstreffer. Mittlerweile auch verdient. 63. Minute. Starke Flanke von Andersson, der normalerweise bedient wird. Aber Holland und Höhn sind so weit weg. Der Ball zum Parieren für Heuer Fernandes. Dann aber auch zu Platz jetzt. Schlussphase nochmal. Union Berlin. Grischa Prömel hat hier das 2:0 auf dem Fuß. Knapp 6 Minuten vor dem Ende. Am Ende bleibt es bei diesem knappen Sieg, der über die 90 Minuten hinweg gesehen auch verdient ist. Darmstadt steht eben im Tabellenmittelfeld, für die wird es um nichts mehr gehen. Union Berlin hat noch die Hoffnung auf Rang 2. Turbulente letzte Woche bzw. vorletzte Woche beim 1. FC Köln. Niederlage gegen den SV Darmstadt, dann der Rausschmiss von Markus Anfang. Der Aufstieg könnte hier aber gegen Fürth mit einem Sieg in der Theorie schon besiegelt werden. Das wollten sie dann auch machen. Und so spielten sie von Anfang an gefährlich nach vorne. Standardsituation: Hector gegen Burchard. Der pariert aber Risse. Dann aus spitzem Winkel heute für den schwer verletzten Christian Clemens in der Startaufstellung. Und aus dem Winkel muss man den erstmal über die Linie bringen. Aber Greuther Fürth wollte schnell antworten. Der Klassenerhalt quasi gesichert. Atanga, Seguin, Omladic, wieder Seguin.
gar nicht mal so ungefährlich nach 8 Spielminuten. Die Elf von Stefan Leitl macht die hier durchaus mit nach vorne. Aber der erste FC Köln war auch erstmal darauf bedacht, die Defensive etwas zu stärken. Dennoch kam sie immer wieder zu Chancen, auch schon in der Anfangsphase. Und Simon Terodde dann mit dem 2:0. 16. Minute. Ein bisschen schwingt da beim Torjubel auch die Erleichterung mit. Denn wenn sie diesen Aufstieg noch versemmeln sollten, dann wäre das eine Sensation. Es sprach aber nicht mehr viel dafür. Dominik Drexler, Simon Terodde zu Marco Höger. Burchard passt aber auf und verhindert das 0:3 schon vorm Pausenpfiff. Jetzt wieder Simon Terodde. Wird da gefoult. Aber der Vorteil läuft und Marcel Risse haut ihn dann einfach rein. 49. Minute. Bereits nach 4 Spielminuten im zweiten Durchgang war hier alles klar. Und Fürth musste aufpassen, dass es nicht in einem Debakel endete. Verteidigte dann nur noch. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Risse mit der Flanke. Drexler mit dem Kopfball. Der senkt sich aber etwas zu spät, käme sonst auch sicherlich zu zentral auf den Kasten von Sascha Burchard. Und so gewinnen hier die Geißböcke mit 3:0 absolut verdient. Und abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz ist man damit dann aufgestiegen. Praktisch, eventuell ja, theoretisch vielleicht noch nicht. Der VfL Osnabrück ist bereits sicher aufgestiegen, sicherer Meister. Jetzt kam der FC Hansa Rostock und der konnte hier auch befreit aufspielen. Nach oben geht nichts mehr, nach unten schon mal sowieso nicht. Und Sebio Suku machte dann auch den Führungstreffer für die Kogge. 27. Minute, sein 10. Saisontor, wuchtet raus, drauf und machte damit auch den Halbzeitstand klar. Bisschen schläfrig diese Partie am Freitagabend, es war nicht so viel nach vorne zu sehen, aber das wollte Daniel Thun im zweiten Durchgang etwas anders haben. Hüsing kriegt den Ball nicht rausgeklärt, Blacher, Taffer, Zofer und dann Alvarez, der Schuss von Riedel aber noch abgewehrt. 49. Spielminute, der VfL Osnabrück fing an nach vorne zu spielen, zumindest den Ausgleich wollte man hier erstmal markieren. Stunde jetzt gespielt und Osnabrück machte das jetzt deutlich besser. Alvarez auf der rechten Seite geht da viel zu einfach durch. Zweiter Pfosten, Marc Haider hält nur noch den Kopf hin. 61. Spielminute, das 9. Saisontor für ihn. Macht er ganz überlegt, setzt ihn ins kurze Eck. Gelios kommt nicht mehr rechtzeitig ran. 20 Minuten noch auf der Uhr, jetzt wieder der FC Hansa Rostock. Würde hier wohl gerne gewinnen, weil erst nach dem Ausgleich wieder Akzente nach vorne kamen. Pascal Breyer aber zu ungefährlich. Trotzdem blieben sie dran. Nochmal eine Chance für den FC Hansa. Breyer zu Kai Bülow. Kai Bülow aber Körper mit der Klasse tat. Suko dann im Abseits. Das letzte Highlight der Partie. Am Ende ist es ein schiedliches, friedliches 1:1, mit dem auch beide leben werden können. Für Osnabrück ist eher alles klar. Rostock hingegen kann sich mit einem Punkt beim Tabellenführer auch sehr zufrieden schätzen. Wien Wiesbaden hat den hallischen FC vom Relegationsrang verdrängt und Preußen Münster setzte da jetzt erstmal noch einen drauf. Das frühe 0:1 aus Sicht der Hallenser relativ unglücklich. Eisele kriegt den Fuß nicht mehr rausgestellt, doch sie antworteten in der 25. Minute. Sebastian May mit dem Ausgleichstreffer. Schöner Volley, den er hier ansetzt nach Flanke von der linken Seite. Doch Preuß Münster ließ sich davon nicht groß irritieren. Sandrino Braun mit dem 2:1, der da relativ frei steht. Die Hallenser spekulierten etwas auf Abseits, aber das war alles hier korrekt. Eisele wird auch noch getunnelt, der auch beim Gegentreffer gegen Groß Asbach nicht so richtig glücklich aussah, obwohl er sonst eine überragende Saison spielt. Die Entscheidung gab es dann in der 3. Minute der Nachspielzeit. Martin Kobylanski mit dem 3:1, auch er erfolgreich gewesen gegen Braunschweig, macht das dann ganz clever und setzt damit den Deckel drauf auf diese Partie. Der KSC kann sich freuen, dass Wien und Halle in Abwechslung immer mal wieder patzen. So haben sie den zweiten Tabellenrang
mit 4 Punkten Vorsprung erstmal auf der eigenen Seite. Heute sollte es mit einem Sieg dann schon endgültig gemacht werden. 16. Minute, Marvin Wanicek leitete den Sieg schon mal ein. Doch Groß Asbach muss noch um den Klassenerhalt kämpfen und so waren sie hier auch eingestellt. Hingerl, dann Hercher, der erst nicht durchkommt im zweiten Versuch, aber ausgleichen kann. 6. Saisontor, den trifft er auch satt, passt dann schön oben links in den Knick. Und Groß Asbach in der Folge dann sogar etwas besser drauf. Timo Röttger, dann Hingerl. Fehlte auch wiederum nicht viel, 5 Minuten vor dem Seitenwechsel. Karlsruhe musste also aufpassen, nicht hier die Punkte komplett wegzuschenken. Im zweiten Durchgang wurden sie dann wieder stärker. Stiefler mit der Flanke, dann Bösel erstmal geklärt, die Szene aber noch heiß. Kobalt zu Manuel Stiefler, Fink dann mit dem Kunstschussversuch nach 59 Spielminuten, aber wirklich gefährlich wurde es in der Szene nicht. Kevin Broll hatte das alles im Blick. Der ging relativ deutlich vorbei. Kurz vor Schluss aber die Chance zum entscheidenden 2:1. Lorenz hatte sie. Lorenz vergab sie aber. Es wird dann nochmal eng bei den letzten Spieltagen. Dennoch hat der KSC alles in den eigenen Händen. Und außerdem muss dann auch erstmal die Konkurrenz aus Wien, Wiesbaden oder aus Halle die Punkte einsammeln. Der KSC hatte hier eine große Chance, vergab sie aber, weiterhin alles in den eigenen Händen. Für beide Teams geht's im Prinzip um nichts mehr. Zwickau hat noch ebenso wie 1860 die theoretische Möglichkeit abzusteigen, aber da sind so viele Teams hinter, dass es eigentlich mit dem Teufel zugehen müsste. Das 1:0 für die Löwen erzielte Lex kurz vor der Pause. Wiederum aber auch der Ausgleich der Zwickauer kurz vorm Seitenwechsel. 43. Minute. Nils Miatke lässt sich da frei vor Hiller nicht zweimal bitten. Doch Daniel Birovka konnte mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein. Markus Sireis erzielte in der 72. Minute den 2:1 Siegtreffer. Da versucht Zwickau mit aller Macht noch den Treffer zu verhindern, kam aber nicht mehr ran und 60 sichert sich so vermutlich die Klasse. Der FC Carl Zeiss Jena ist seit ein paar Wochen in wirklich überragender Form. Mit 4 Siegen in Folge konnten sie sich die Chance auf den Klassenerhalt sichern. Jetzt aber die Würzburger Kickers, die konnten zuletzt Fortuna Köln schon in die Abstiegskampf Suppe spucken, 1:2:0, wo sie aber mehr Glück als Verstand hatten, weil Verstappen eine richtig gute Leistung auf den Platz brachte. Jena brauchte hier lange, um ins Spiel zu kommen. Eckert dann mal in der 41. Minute mit dem Abschluss, aber auch hier war es wieder Verstappen, der keine Probleme hat, den zu parieren. Zweiter Durchgang, nun Würzburg etwas besser und zielstrebiger drauf. Sie haben ja auch nichts mehr zu verlieren. So Kütsch in der 50. Minute mit dem 1:0 auf dem Schuh, bekam er aber nicht mehr ganz rechtzeitig wieder runtergerissen. Haarscharf dann am Aluminium vorbei. Aber Jena agierte jetzt etwas fahrig und pomadig in der Defensive und wurde dafür bestraft. Patrick Breitkreuz mit seinem zweiten Saisontor. Diese Flanke ist aber auch genial von Simon Skalatidis. Koppens dann ohne Chance, den zu parieren. Zumindest ein Punkt sollte es für Jena werden, denn der könnte in dieser engen dritten Liga durchaus von Wert sein. Volkmar gegen Verstappen. Und der Teufelskerl war wieder zur Stelle. 74. Minute, super Schuss, aber der Keeper war wieder mal nicht zu bezwingen. Da konnten sich die Würzburger wirklich bei ihrem Hintermann bedanken. Jetzt Lamar kurz vor dem Ende hier mit dem Fehler Breitkreuz auch etwas rabiat rein. Wurde nicht abgepfiffen und Simon Skalatidis erzielte die Entscheidung. 86. Spielminute, wuchtiger Schuss, Koppens kann nichts machen. Und für Jena ist noch nichts verloren, aber auch noch gar nichts gewonnen. Würzburg gewinnt hier etwas glücklich am Ende. Wieder dank Verstappen mit 2:0. Es ist für den ersten FC Kaiserslautern eine Saison zum Vergessen. Dennoch konnten sie hier gegen Unterhaching mit 1:0 in Führung gehen. Das war am Ende
des Tages auch der entscheidende Treffer im Fritz-Walter-Stadion bei Fritz-Walter-Wetter. Und ärgerlich für die Gäste aus Unterhaching, die müssten sich wirklich nochmal ganz genau nach unten umgucken. Verloren gegen Jena zuletzt 1-0, jetzt hier gegen Kaiserslautern. Wenn sie nicht aufpassen, dann könnte es am Ende noch richtig, richtig bitter werden. Lotte und Wien Wiesbaden lieferten sich ein Spektakel. 9. Minute, Gökhan Gül etwas mit Glück, dass er hier Adam Strait mit seinem Linksschuss im Gesicht erwischt. Von da prallt der Ball dann ins lange Eck. Da ist für Kroll gar nichts mehr zu parieren. Der Ausgleich folgte dann in der 33. Alexander Langlitz hat Glück, dass Dittgen da noch ein bisschen abfälscht. Kolke dann zu weit vor seinem Kasten steht und somit war der Ausgleich schon mal erreicht. Aber jetzt treten sie richtig auf, die Sportfreunde. Toni Jovic in der 40. Spielminute mit dem 2:1. Wuchtiger Schuss oben rechts rein. Diesmal ist Kolke völlig aus der Schuld zu nehmen. Zweiter Durchgang, Gerrit Wehkamp mit dem 3:1 in der 53. Weil sich die Wiesbadener da in der Defensive nicht richtig einigen können, wer zum Ball geht. Am Ende ist es dann eben die 2 Tore. Führung für Lotte, Niklas Szypnowski in der 64. dann aber mit dem Ausgleich scheitert erst an Kroll, setzt dann aber nach und holt sich dann schnell die Pille. Hatte ja auch unter der Woche am Montagabend gegen Kaiserslautern getroffen, gegen seinen Ex-Verein Agiemeng Diawusi dann mit dem Ausgleichstreffer 20 Minuten vor dem Ende. Mehr passierte dann aber nicht. 6 Tore in einer spektakulären Partie bedeuten ein Punkt für beide. Könnte genug oder auch zu wenig sein. Cottbus kämpfte zuletzt sehr gut gegen den Tabellenführer aus Osnabrück, aber konnte dennoch nichts mitnehmen. Der KFC Oeding hat mal wieder gewonnen, 4:2 gegen den VfR Aalen. Hier wollten sie der nächsten Mannschaft im Abstiegskampf richtig den Tag versauen. So war es Roberto Rodriguez mit dem 1:0 in der Frühphase der Partie für die Gastgeber. Osave legt zu Flöcke und der testet Aftos Bahic von der 11 von Pele Wollitz. Zu Beginn kaum etwas zu sehen. Sie versteiften sich auf die Defensive, aber konnten da auch nicht so gut agieren. Jetzt mussten sie nach vorne spielen und taten das. Broschinski nach einer knappen halben Stunde mit dem Abschlussversuch. Und so viel fehlte in dieser Aktion nicht wirklich. Zweiter Abschnitt, Eckstoß von Oedings. Bahic klärt erst raus. Er macht ihn nochmal heiß. Littgers Ball wird länger und länger und macht dann hier den Unterschied. 50. Minute, 2:0. Was für ein Tor von Maurice Littger. Wenn er den so wollte, herzlichen Glückwunsch. Traumtor. 66. Minute, nun die Cottbusser geschlagen. Wieder Littger über die rechte Seite. Da ist die Flanke und Osave ans Aluminium. Nochmal Osave, nein. Emmerich passt auf und klärt das Ding dann raus. Was für eine Szene, hier klar zu sehen, Ball war nicht hinter der Linie. Gab aber nochmal die Möglichkeit für Osayamen Osave zum 3:0, wieder Aluminium. Aftos Bahic noch mit den Fingerspitzen dran, lenkt ihn an die Latte. Kaufen kann er sich dafür am Ende nichts mehr. Oeding gewinnt hier klar und deutlich und verdient mit 2:0 gegen Cottbus. Und da wird es jetzt nochmal richtig eng. Der VfR Aalen ist schon abgestiegen und konnte trotzdem noch das Zünglein an der Waage sein. Und so machte Johannes Bülter in der Frühphase dieser Partie das 1:0 für eben die Gastgeber. Braunschweig aber in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gut drauf. Und so Benjamin Kessel, der Außenverteidiger, mit dem 1:1 in der 50. Spielminute brachte die Hoffnung zurück. Bei der 11 von André Schubert steigt da hoch und nickt das Ding dann gut ein gegen die Laufrichtung von Bernhard, der dann nicht mehr rechtzeitig runterkommt. Dennoch mussten sie hier eigentlich gewinnen und Benjamin Kessel mit seinem Doppelpack sorgte er dafür, dass die Braunschweiger den Sieg einfuhren. 60. Minute, wuchtiger Schuss direkt unter die Latte und Braunschweig sammelt damit ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zum Abschluss des Spieltages war der SV Meppen zu Gast in Köln bei der Fortuna. 6. Minute, das 1:0 für die Gastgeber, die noch tunlichst
die Punkte einfahren müssten, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ein Dreier ist dafür unverzichtbar. Sebastian Schick entschied dann in der 90. Minute alles. 2:0 für Fortuna Köln. Die Hoffnung lebt also weiter, den Klassenerhalt in Liga 3 noch zu erreichen. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten kommen dann ab der nächsten Woche vermutlich schon zu allen drei Ligen die Konferenzen. Bis dann und tschüss.